Verzweiflung der Flüchtlinge an der griechisch-mazedonischen Grenze wird weit vor dem inoffiziellen Lager in Idomeni sichtbar. Auf dem Parkplatz einer Tankstelle lagern neben Garagen und Waschanlagen bis zu 1500 Flüchtlinge. Die sanitären Anlagen sind völlig überlastet, aber es gibt Trinkwasser und die Gastfreundschaft der Griechen lässt die Menschen gewähren. Idomeni wirkt auf den ersten Blick wie ein riesiger Zeltplatz mit Lagerfeuerromantik, wenn nicht überall diese Verlassenheit spürbar wäre. Der Weg nach Westeuropa ist versperrt. Die mazedonischen Behörden halten die Grenzen geschlossen. Aber trotz vieler Tränen und Wut will kaum jemand in ein offizielles Lager wechseln. Die Angst vor einer Abweisung lässt die Menschen lieber hier im Schlamm und in der Kälte ausharren. Unter freiem Himmel helfen sich die Leute gegenseitig, um die eigene Würde zu erhalten. Handwerker, Akademiker und andere Berufsgruppen stehen zusammen und organisieren Selbsthilfe, die das Überleben im Lager sichert. Das lenkt ab vom wochen- und monatelangen Warten. Adra ist vor Ort und hat ein provisorisches Koordinationszentrum eingerichtet. Die Planungen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Lebensumstände in Idomeni. Gleichzeitig werden weitere Hilfsprojekte in offiziellen Camps koordiniert, wie zum Beispiel in Katarini, das 120 Kilometer nördlich von Idomeni entfernt liegt. Wir dürfen die Augen vor der Not der Geflüchteten nicht verschließen. Bitte unterstützen Sie Adra mit Ihrer Spende.